Georg, deutsche Meisterschaften auf einem Kurs, der dir auf jeden Fall gelegen hat, aber in einer Situation, in der ein Team absolut übermächtig ist. Ist das die richtige Zusammenfassung? Ja, also ist so gekommen, wie es die letzten Jahre auch gekommen ist. Der Ausgang ist schwer zu vermeiden, von daher kam am Ende alles wie erwartet. Aber meine Beine waren gut und ich bin zuversichtlich für die Tour. Wie war das hinten in der Gruppe? Einmal waren 6 Mann vorne raus, 4 davon Bora, dann war Emu alleine vorne. Wie lief das hinten mit der Zusammenarbeit? Ja, weniger gut. Ja, viel Stop and Go und dann ist es auch möglich, dass Emu da allein 100 Kilometer durchzieht. Nichtsdestotrotz war es eine wahnsinnige Leistung von ihm, aber ja, das Stop and Go hinten hat das auch mit ermöglicht. Ich glaube, jeder hatte ziemlich kaputte Beine oder war ziemlich hin auf den letzten 50 Kilometern. Man hat vorher gehört, dass Bora gerne eine Gruppe erstmal weggehabt hätte. Da war dann auch eine Gruppe erstmal weg, also eine ungefährlichere Gruppe. Die ist aber nach 5 Kilometern falsch abgebogen. Inwiefern hat das einen Einfluss aufs Rennen genommen? Keinen Einfluss, würde ich sagen. Also ja, der Kurs war so schwer, dass wenn man da nicht absolut Top-Level hat, fährt man da nirgends hin, um ohne jemand da zu nahe zu treten zu wollen. Also da muss man schon richtig, also irgendwie, da kann man sich nicht vorne reinmogeln bei dem Rennen. Also meinst du nicht, dass Bora dann ein bisschen länger gewartet hätte und vielleicht nicht ganz so Rambazamba gemacht hätte? Ich weiß es nicht. Wie geht's jetzt für dich zur Tour? Was steht in den nächsten Tagen an? Wann reist du nach Bilbao? Am Mittwoch reise ich nach Bilbao, jetzt erstmal ein paar Tage durchschnaufen, ein bisschen noch Zeit zu Hause mit der Familie verbringen. Und dann geht's Richtung Baskenland. Konkrete Ziele vor dort? Ja, gut durchkommen, die Tour de France genießen, ist das größte Radrennen der Welt. Ich habe hart dafür trainiert und ich würde gern abrufen, was ich drauf habe und bin zuversichtlich, dass da was rauskommen kann. Hast du komplett freie Fahrt für Etappenjagd? Nee, wir haben für die Sprint-Etappen den Binyam Girmay dabei und für die Bergetappen oder eigentlich für alle 21 Etappen wollen wir schauen, dass wir Louis Meinkies bei der Jagd auf das Top 10 der Gesamtwertung so gut wie möglich unterstützen. Viel Glück dabei, danke dir. Danke.